Hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir hatten ja bisher jede Menge Begriffe aus der Kosten- und Leistungsrechnung definiert und Ihnen ist dabei ja sicherlich aufgefallen, dass einige dieser Begriffe mehr oder weniger große Schnittmengen zueinander aufweisen. Und deswegen möchten wir jetzt in den nächsten Screencasts mal diese Begrifflichkeiten oder sechs dieser Begrifflichkeiten gegeneinander abgrenzen. Zunächst wollen wir damit beginnen, die Begriffe Ausgaben, Aufwendungen und Kosten gegeneinander abzugrenzen, also zu schauen, wo gibt es dort Schnittmengen und worin unterscheiden sie sich inhaltlich wesentlich. Beginnen wir, wie gesagt, mit der Abgrenzung mit den Begriffen Ausgaben, Aufwendungen und Kosten. Die Grafik, die Sie hier sehen und die Sie auch in den folgenden Charts sehen, ist so zu verstehen, dass immer dort, wo die waagerecht dargestellten Balken direkt übereinander stehen, die Inhalte deckungsgleich sind und immer dort, wo sie nicht übereinander stehen, unterscheiden sich die begrifflichen Inhalte voneinander. Also, gehen wir zunächst ran und unterscheiden die Ausgaben und die Aufwendungen. Wie gesagt, links haben wir Ausgaben, die keine Aufwendungen sind. Rechts haben wir Aufwendungen, die keine Ausgaben sind. Und in der Mitte, wo beide Balken übereinander stehen, da sind sie deckungsgleich. Fangen wir links an mit den Ausgaben, die keine Aufwendungen sind. Da gibt es zum einen den Nichtaufwand, also etwas, was nie und nimmer zu Aufwand wird, aber sehr wohl Ausgaben sind, zum Beispiel eben die Privatentnahmen. Wenn also der Eigentümer eines Unternehmens etwas aus dem Unternehmen herausnimmt, privat, dann ist das zwar eine Ausgabe, wird aber niemals zu einer Aufwendung. Im Gegensatz dazu steht der sogenannte Noch-Nicht-Aufwand, auch eine Ausgabe, der zum Zeitpunkt der Ausgabe noch keine Aufwendung ist, aber eine Aufwendung werden wird, und zwar erst später. Zum Beispiel, wenn man Material kauft, was man später verbraucht, dann hat man zunächst die Ausgabe, wenn man es kauft, und dann, wenn man es verbraucht, hat man dann die Aufwendungen. Andersherum ist es auch denkbar, nicht mehr Aufwand, dass also bereits irgendwelche Betriebsstoffe, Roh- oder Hilfsstoffe verbraucht worden sind, bevor sie überhaupt zu Ausgaben geführt haben, dann spricht man von nicht mehr Aufwand. Deckungsgleichheit zwischen den Ausgaben und den Aufwendungen besteht beispielsweise dann, wenn das Material periodengleich verbraucht wird und gekauft wird, wenn also beides in der gleichen Periode stattfindet, oder eben wenn die Löhne, was ja üblich ist in der Regel, Löhne und Gehälter, in derselben Periode bezahlt werden, in denen die Arbeitskraft auch tatsächlich genutzt wird. Wann liegen Aufwendungen vor, die keine Ausgaben sind? Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die sogenannten Nicht-Mehr-Ausgaben und zum anderen die Nicht-Ausgaben. Nicht-Mehr-Ausgaben liegen beispielsweise dann vor, wenn Material verbraucht wird, das in einer früheren Periode zu einer Ausgabe geführt hat. Also das Gegenteil von dem, was wir ganz links eben gesehen haben. Nicht-Mehr-Ausgaben sind, wie gesagt, die logische Ergänzung des Noch-Nicht-Aufwandes, den wir links besprochen haben. Ebenso verhält es sich bei Abschreibungen auf eine Maschine oder Anlage, die in einer früheren Periode angeschafft wurde. Die Aufwendungen fallen eben später an, in der Periode, in der abgeschrieben wird. Die Ausgaben sind zum Zeitpunkt der Anschaffung der Maschine oder Anlage angefallen, also in einer früheren Periode. Nicht-Ausgaben, das kann man sich auch vorstellen, das sind Aufwendungen, die niemals zu irgendeiner Ausgabe führen werden. Beispielsweise, wenn Sie eine geschenkte Maschine haben, dürfte nicht so häufig vorkommen. Gehen wir zu der nächsten Abgrenzung, nämlich der Abgrenzung von Ausgaben gegenüber dem Begriff Kosten. Auch hier gibt es Ausgaben, die keine Kosten sind.
und auch keine Kosten werden, zum Beispiel Gewinnausschüttungen oder Ausgaben für neutralen Aufwand oder eben die eben schon erwähnte Privatentnahme. Noch nicht Kosten, also Ausgaben, die später zu Kosten werden, sind zum Beispiel Material für den späteren Verbrauch. Also es wird Material gekauft, was erst später verbraucht wird. Und wir hatten ja schon gehört, Kosten entstehen erst dann, wenn ich etwas verbrauche. Oder eben eine Maschine, die angeschafft worden ist. Zum Zeitpunkt der Anschaffung entstehen die Ausgaben, während die Kosten, meine Damen und Herren, bei so einer Maschine oder Anlage auch erst im Laufe der Abschreibung dieser Maschine oder Anlage entstehen. Wir hatten darüber gesprochen, dass im Laufe der Nutzung die Kosten langsam entstehen, stückweise die Kosten der Maschine auf die Produkte umgelegt werden sollen, eben durch die Abschreibung. Die Ausgabe ist aber, wie gesagt, schon wesentlich eher passiert, nämlich zum Zeitpunkt der Anschaffung. Deckungsgleich sind die Begriffe Ausgaben und Kosten wiederum dann, wenn es sich um periodengleichen Kauf und Verbrauch, zum Beispiel von Material oder periodengerecht gezahlten Löhnen und Gehältern handelt. Also eine relativ eindeutige Angelegenheit. Wann habe ich Kosten, die keine Ausgaben sind? Hier habe ich zwei theoretisch denkbare Möglichkeiten. Einmal die Nicht-Ausgaben und einmal die Noch-Nicht-Ausgaben. Kosten, die keine Ausgaben darstellen, sind zum Beispiel der Verbrauch von unentgeltlich erworbenen Gütern oder Dienstleistungen oder auch die sogenannten Zusatzkosten. Da gehen wir später noch näher drauf ein, was diese Zusatzkosten sind. Ein ganz wichtiger Begriff, der dann im Verlauf des MOOCs noch näher erklärt werden wird. Ebenso können Kosten auftreten, die erst später zu Ausgaben werden, also nur die von mir eben schon erwähnten noch nicht Ausgaben. Noch nicht bedeutet ja, okay, später werden sie noch Ausgaben. Nämlich dann, wenn Güter oder Dienstleistungen verbraucht werden, die zum Beispiel noch nicht berechnet wurden. Stellen Sie sich vor, Sie verarbeiten schon Material, haben die Rechnung dafür noch gar nicht vorliegen. Dann sind das noch nicht Ausgaben. In dem Moment, wo die Rechnung dann vorliegt, dann haben Sie Ihre Ausgaben dazu. Eine ganz wichtige Abgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Begrifflichkeiten Aufwendungen und Kosten. Der Begriff Aufwendungen wird nochmals unterteilt in die Begrifflichkeiten neutrale Aufwendungen. Sie erinnern sich, diesen Begriff hatten wir schon gesprochen. Und die sogenannten Zweckaufwendungen. Und der Begriff Kosten, Sie sehen, unten drunter steht ja der Begriff Kosten, der wird nochmal unterteilt in die Begrifflichkeiten Grundkosten und, Achtung, da haben wir wieder den Begriff, den wir eben schon gehört haben, Zusatzkosten. Was zu den neutralen Aufwendungen gehört, haben wir ja schon besprochen, nämlich die betriebsfremden, die außerordentlichen und die periodenfremden. Da wurde in früheren Screencasts darüber gesprochen, deswegen möchte ich da jetzt nicht nochmals näher drauf eingehen. Zweckaufwendungen und Grundkosten, also Deckungsgleichheit zwischen Aufwendungen und Kosten, besteht beispielsweise dann, wenn Rohhilfs- und Betriebsstoffe verarbeitet werden, Löhne und Gehälter anfallen oder fremdbezogene Dienstleistungen vorliegen. Unter dem Begriff der Zusatzkosten versteht man Kosten, die in der Finanzbuchhaltung keine entsprechende Berücksichtigung finden, wie beispielsweise der kalkulatorische Unternehmerlohn, auf den wir später nochmals gesondert eingehen werden. Ebenso die kalkulatorische Miete. Beides fällt insbesondere bei den Einzelunternehmen an, beziehungsweise Personengesellschaften. Das Begriffspaar Zweckaufwendungen und Grundkosten bezeichnet man auch als aufwandsgleiche Kosten, weil eben der Aufwand und die Kosten gleich sind. Die neutralen Aufwendungen und die Zweckaufwendungen fließen in die Erfolgsrechnung ein, während die Grundkosten und die Zusatzkosten in die Kostenrechnung, also den Gegenstand unseres MOOCs, einfließen. Zu allem Überfluss gibt es nun auch noch den Begriff der Anderskosten. Hierunter versteht man Zweckaufwendungen, die mit einem anderen Wert in die Kostenrechnung übernommen werden als in der Finanzbuchhaltung, wie zum Beispiel kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Wagnisse. Am Beispiel der Zinsen möchte ich Ihnen dieses kurz erläutern.
In der Finanzbuchhaltung, meine Damen und Herren, das wissen Sie, fließen die Zinsen ein, die Sie auf Fremdkapital zahlen müssen. Also das, was Sie beispielsweise den Banken oder anderen Fremdkapitalgebern an Zinsen zu zahlen haben. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass ein Unternehmen, das kein oder nur sehr wenig Fremdkapital hat, eben auch keine oder sehr wenig Zinsen zu zahlen hat und somit wenig Zinsaufwand hat. In der Kostenrechnung betrachtet man das ganz anders. Da sagt man, es ist eigentlich egal, wie sich ein Unternehmen finanziert. Wir müssen auf das betriebsnotwendige Kapital, Definition folgt später, kalkulatorische Zinsen anwenden, um somit auch unterschiedlich finanzierte Unternehmen kostenrechnerisch gleich zu betrachten. Das heißt, ein und derselbe Tatbestand, nämlich der Begriff Zinsen, wird in der Kostenrechnung anders bewertet als in der Finanzbuchhaltung. Daher der Begriff Anderskosten. Damit beenden wir den heutigen Screencast, um dann in unserem nächsten Screencast auf die Abgrenzung der Begriffe Einnahmen, Erträge und Leistungen einzugehen. Besten Dank und tschüss.